So, und da bin ich. Ah ja, die Katzenohren, die muss ich auch noch wieder aufsetzen. Habe ich ganz vergessen. Wurde noch nicht ein zweites Mal wieder ausgelöst, damit ich die ausziehen darf. So, aber ich bin rechtzeitig wieder da, noch bevor der Timer wieder um war. So, genau. Ich wollte jetzt eigentlich mal endlich da runter und da diesen Holzfarm gehen. Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Ich wollte genau das machen. Den Leuten helfen, aber nicht aus Gutmütigkeit. Ich brauche nur die XP. So, hier hängt schon wieder was. Nee, ich zeige meinen Nachbarn nicht, wie hübsch ich bin. Wo lag jetzt der Hase? Hier. Meinen Nachbarn zeige ich, wie hübsch ich bin. Wenn die das sehen wollen, dann müssen die wohl in meinen Stream kommen, ja? Gewehr freigeschaltet. Also, ich dachte, das wäre was zum Looten. Das geht aber. Kann ich da hoch? Nein, ich kann da nicht hoch. Mist. Komm her, Bambi. Okay, das wird wohl nichts. Boah, schon Ewigkeiten her, wo ich was bestellt habe. Ich glaube, da hat die noch nicht mal die Ohren, als ich das letzte Mal bestellt hatte. Trinity wird bald hier sein. Apropos, vielleicht muss ich nachladen. Nee, muss ich nicht. Noch mehr Bambis. Ja, ein Bambi. Ostrom, das hast du letzte Mal auch schon gefragt. Das dauert halt noch ein bisschen. Wie, jetzt schon fertig die Mission? Nur ein Hirsch erlegt und schon fertig. Hä? Okay. Mit House Flipper 2, das wird noch ein Weilchen dauern. Weil ich muss erstmal die aktuellen Projekte fertig haben, sagen wir mal so. Weil es sind einfach momentan zu viele. Und House Flipper würde ich auch gerne, würde ich zwar auch im Stream machen. Gerne sogar im Stream, aber will ich auch auf YouTube hochladen. Daher kann das noch ein bisschen dauern. Ja, hab ich. Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. In den Korb? Okay. Bringen Sie die Ressource zum zweiten Turm. Ja, House Flipper 2 bin ich nicht abgeneigt. Ich bin auch ehrlich, ich besitze das Spiel sogar schon und hab da sogar privat einmal kurz reingeschaut. Ein bisschen ausprobiert. Nur ich muss die aktuellen Projekte erstmal fertig machen, abschließen.
und da daran hakt es, dass ich die aktuellen Projekte einfach noch nicht fertig habe. Apropos, wo ist denn der zweite Turm, von dem er gesprochen hat? Ah, da hinten, okay. Verbündete in der Nähe, optional Mission verfügbar. So eine? Ja, die kann ich gerne für Pashi erstellen. Kein Problem. Hier wird er sich heimlich fühlen. Oh, da haben wir eine Karte. Genau, hiernach kommt erstmal der nächste Tomb Raider. Und nach Shadows kommen dann die älteren Tomb Raider Teile. Also hier Tomb Raider 1 bis 3, glaube ich, waren das. Dann hier Temple of Osiris, Angel of Darkness und wie die alle heißen. Die kommen dann alle danach dran. Und dann ist das Tomb Raider Projekt fertig. Sieh da. Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Ja. Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind. Die viele auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob alle alten Teile für den PC gibt. Also auf Steam gibt es sie nicht. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Ja, Pashi, das macht sie. Das wird sie definitiv machen. Haben wir den nächsten. So sind wir. Oh. Ich sehe nichts. Pistole benutzen wir gar nicht mehr irgendwie. Dein Bild war gut? Also, ich glaube, in Chats und so kann man keine Bilder reinposten. Ich weiß nicht, sehe ich hier so ein Dot-Picture? Ich weiß es nicht. Also bei mir ist hier zumindest nichts bei über die Automod zu sehen. Vielleicht ist das irgendwie, liegt das an Twitch selber oder so. Ich sehe hier zumindest nichts, dass da irgendwas gebannt sein könnte. Oder zurückgehalten.
Also wenn Zensur, dann nicht über mich. Dann ist das von Twitch wahrscheinlich. Denn so viele Wörter in der Blacklist habe ich ja auch nicht hier. Klar, Zensur ist schlimmer als Nordkorea und ich soll es mich Nordkorea Light nennen. Gute Idee. Hm? So, die Quest haben wir erledigt. Ah, da hinten gibt es noch zwei Drohnen. Kehren die zum ersten Wachturm zurück. Machen wir gleich. Ah, jetzt sieht man den. Apache, der wird nicht abgeschoben. Die erste Hinrichtungswelle wird zu ihm hingeschickt. Nice, alles erledigt. Ich sehe schon, ich bin für euch hier der Diktator. Haben Sie sich um den Rest dieser Maschinen gekümmert? Ja. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Das haben Sie. Vielleicht schicken sie mehr, aber wenigstens bremsen wir die Schweine aus. Vielen Dank für die Hilfe. Jo, kein Thema. Neue Ausrüstung halten. Alter Hornbogen. Alternative Waffe. In jeder Waffenkategorie sind verschiedene Waffen verfügbar. Jede Waffe hat einzigartige Vor- und Nachteile sowie ein eigenes Aussehen. Manche verfügen sogar über exklusive Upgrade-Optionen. Alternative Waffen können in Basislagern über das Waffenmenü eingesehen werden. Ready! Da haben wir den. Ah, danke schön. Du bist meine Erlösung. Sympathisch, böse, Rest des Textes zensiert. Ja, das ist mein Slogan. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Okay. So, Freddy, wie geht's dir? Donien, hast du versucht, einen Link zu schicken? Oder waren das jetzt mit Absicht mehrere Sternchen? Denn Links hatte ich hier wirklich zensieren lassen. Aufgrund von gewissen Bot-Angriffen, die mal vorgekommen sind. Na, wer bist denn du? Okay, ihr wollt einfach nur, das mit der Zensur hier, dass ich hier ein Diktator bin. Ja.
Sind Sie schon am unteren Turm gewesen? Ja, bin ich. Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er, dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Freddy, die ärgern mich einfach nur. Die wollen mich hier einfach so als jemanden darstellen, der einfach alles zensiert, jedes einzelne Wort. So. Hier müssen wir noch einige Sachen hier einsammeln. Okay, das ist wahrscheinlich unten in so einer Höhle. Aber die sind hier oben. Wie läuft es mit dem Schneiden? Langsam. Ich muss aufpassen. Ah, hier. Durch den Rost gibt es Schwachstellen. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht. Obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Wir hätten das Metall im Regen trocken halten sollen. So, die Truhe will ich auch noch. Und hier sind Münzen. Bei der Überschwemmung letztes Jahr mussten wir mit den Blechen das Dach abdichten. Nimm, was du findest. Okay, da geht's auch noch hoch. Nee, Ostrom, das ist nicht die Polizei, das sind die Freiheitskämpfer, die ich dann losschicke. Das sind dann die, die kämpfen für, mir fällt nichts ein, Mist. Okay, wie kommt man da hin? Da ist noch so ein... Ah, okay, ich muss schon das Rote treffen. Genau, für freiheitliche Unterdrückung, genau. Dafür kämpfen die. Ein Fähigkeitspunkt haben wir. So. Was waren hier? Kein Schaden durch Feinde. Die Zeit, die perfekte Sache zu drücken. Und hier. Sprünge von oben sofort zu erledigen. Ich würde das hier machen. So, was haben wir hier? Goldbank. Ach, die haben... Ah, okay. Wir haben unterschiedliche Dings. Ich wollte trotzdem bei dem hier bleiben. Und bei dem hier. Okay, hier gibt es nur den.
Ich würde bei dem hier bleiben, aber da fehlt uns wieder Fell. Jetzt halt verstanden, wie das hier mit dem Dings läuft. Selber hallo. Ey, ihr macht mich völlig fertig gerade. So, was haben wir da? Da fehlt ja was. Hier. Und die Hühner laufen wieder frei rum. Komm her, Hühnchen. Ja, wir haben Hühnchen. Die sind schon wieder ausgebüxt. Das Hühnerwerfen feiere ich. Wieso haben wir jetzt das aus? Warte mal. Eure Unterhaltung, die ist aber auch super. So, genau, das wollte ich behalten. Ah, okay, jetzt uns das hier zumindest. So. Okay, warum funzt das jetzt nicht? Zu markieren? Ihr macht mich wirklich völlig fertig. Nein, Ostrom, die wollen dir nur helfen. Die sind nur nett zu dir. Die werden keine Tüte über deinen Kopf setzen und dich abschleppen. Das muss hier sein, die Münzen. Vielleicht oben? Komm ich da hoch? Hallo. Hallo. Ah, jetzt sehe ich was. Was ist denn? Worauf schießen Sie? Metallbarrieren. Zerstören die Metallbarrieren mit Sprengladung. Apropos Sprengladung. Habe ich Sprengladung? Ich habe keine Sprengladung. Ja, super. Okay, ich komme hier also noch nicht weiter. So, aber das da muss ich ja schießen. Jetzt fehlen nur noch drei. Und Paschke, wie verdient man Pluspunkte?
Nice. Haben wir denn hier? Gibt es sonst noch irgendwas? Oder nur den hier? Ich glaube, es gab hier nur den Hirsch, den Bären und die Pilze. Wieso kann ich das nicht? Achso, weil es eine Herausforderung ist. Okay, was ist damit? Wo finde ich das? Noch weiter unten. Gibt es den Weg noch weiter runter? Ich glaube, hier gibt es keinen Weg weiter runter. Nope. Vorne ist noch eine Höhle. Und da oben gibt es Muni. Nicht, dass er noch zu unchristlichen Tätigkeiten genötigt wird. So was würde ich mit Ostrom niemals machen. Was haltet ihr von mir? Ich bin nett. Ach, da oben war doch noch was. So. Ihr macht große Fortschritte, Kinder. Ich glaube fest, einige von euch werden eines Tages passable Jäger. Aber jetzt beginnen wir damit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Solange es hell ist, jagen wir heute Hirsche. Ihr Fleisch, das Fell, Geweihe und sogar die Knochen erhalten uns alle am Leben. Respektiert das Wild, denn es ist Gott ebenso nah wie wir. Findet Wild an ihren Ruheorten, wo das Gras plattgedrückt ist, oder bei Beerenbüschen, wo sie fressen. Tötet schnell, damit es keine Angst oder Schmerzen spürt. Denkt daran, ich bewerte euch. Und wer mir einen Hirsch bringt, wird am besten bewertet. Okay, muss ich jetzt einen Hirsch bringen? Ich dachte, ich sollte ihr eine Ratte bringen. Der Apache von Neve, die Streamzeiten, die sind wirklich der Wahnsinn. Diese Streamzeiten sind von allen guten Geistern verlassen bei ihr. So, was haben wir hier? Noch eine Mission verfügbar. Aber ich will zuerst das da. Zwei Fell und... Ach, hier hinten ist auch noch eine Höhle. Obwohl, ne, das ist über die Brücke. Über die Brücke gehen wir noch nicht. Ich will erstmal hier das alles fertig haben. Ich habe aber auch noch nicht alle Hasen gefunden, die erhangen wurden. Und alle... hier. Zielscheiben, meine ich jetzt. Lara, darf ich mit Ihnen sprechen? Was kann ich für Sie tun? Wir brauchen Nahrung und Obdach für die Kampfunfähigen.
Aus gedörrtem Wildschwein und Pilzen machen wir Notrationen. Es schmeckt besser, als es klingt. Aber ich schaffe es wohl nicht, genug zu sammeln. Wenn sie ein Wildschwein finden und erlegen und auch die anderen Zutaten beschaffen könnten, hätten wir Nahrung für alle. Zumindest für einen weiteren Tag. Ja, natürlich. Ich warte hier. Und vielen Dank. Wo kriege ich Wildschwein? Warte mal, was? Wildschweinfleisch. Okay, Pilze habe ich. Hier hinten gibt es Wildschwein. Okay, ich muss über die Brücke. Ja, die Memes, ich liebe die Memes, die ihr da bei ihr raushaut. Da sehe ich Wildschwein. Ich hoffe, das genügt. Ne, ich muss noch einen zweiten. Okay. Mist. Komm her. So, komm. Das müsste jetzt aber reichen. Wie läuft die Jagd? Reicht das? Ja, ja. Dann werde ich das Fleisch mal dörren. Aber das müsste reichen. Vorerst. Nochmals danke, Lara. Ich habe gern geholfen. Neue Ausrüstung halten, Jägerin. Alternative Outfits. Wechseln Sie Ihre Outfits in Baslaka. So, haben wir noch eine Quest hier in der Nähe? Das hier habe ich noch nicht. Dort Überlebensversteck. Wo ist denn das? Scheint weiter oben zu sein, glaube ich. Ach, hier kann man hoch. Jetzt ist da oben auch noch ein Dokument. Und diesen... Hä? Wo kommen die denn alle jetzt her? Ach, da unten. Da vorne soll jetzt ein Herausforderungsgrab sein. Oder? Ja, komm ich da hin? Ah, okay, ich kann hier ins Wasser, ohne weggespült zu werden. Immerhin. Immerhin kann ich ins Wasser.
wieso juckt mir die Nase die ganze Zeit? Ab diesem Punkt erfordert der Fortschritt das Drahtseil. Ja, super. Und drücken Sie in der Luft schnell LT, um zu tauchen. Okay, und was gab's da unten? Sie werden wahrscheinlich aus der Luft kommen. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die, die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Verstanden! Gut. Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Geile Motivationsrede. Oh, hallo. Sie sind doch mit Jacob gekommen. Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß, du hast zu tun. Trinity wird bald hier sein. Es gibt noch viel zu tun. Aber ich möchte helfen. Lass mich zeigen, dass ich auf eurer Seite bin. Tut mir leid. Das ist keine leichte Zeit für uns. Ich sehe, dass du es gut meinst, aber guter Wille allein reicht hier nicht zum Überleben. Die neuen Pfeilspitzen sehen stumpf aus. Gibt's hier sonst noch Quests? Nö. Okay, dann gehen wir dahin. Stumpfer Pfeil ist besser als gar keiner. Ich grüße Sie. Sie wissen nicht, welche Rüstung die Muni. Ich weiß nicht, ob wir sie damit durchschlagen können. Ich glaube, wir dieses Mal ein paar Gewehre. Pilze voll, natürlich. Neues Basislager entdeckt. Ach, hier. Wieder vorhin aufgestiegen, wieder mal. Trinitys Anwesenheit. Die Leute, die darunter leiden. Das ist meine Schuld. Ich habe sie hergeführt. Gott, das passiert wieder, oder? Andere Leute leiden wegen meiner Taten. Nein, nein. Denk nicht so, Lara. Sonst wirst du noch verrückt. Trinity hätte diesen Ort früher oder später sowieso gefunden. Zumindest habe ich die Chance, ihnen zu helfen, die göttliche Quelle zuerst zu bekommen und sie zum Wohle der Welt statt für mehr Schmerz und Leid einzusetzen. Ich muss mich konzentrieren. Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Ja. So. Hier fehlen nur noch die beiden. Ausweichkill, Meister oder Adrenalin. Komm, ich mach den hier. So, Hühnerweitwurf. Fang! Da haben wir wieder Loot. Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist bald über das Tal verstreut. Wenn Sie das Signalfeuer entzünden, wissen Sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden Sie wissen, was zu tun ist. Entfachen Sie das Signalfeuer auf dem Turm. Den Turm. Das nächste Hund heißt Günther. Ich glaube hier, der Namensgenerator ist ja eigentlich dafür da, bei Spielen, wo man Sachen auch wirklich umbenennen kann und so, dass man da das Namen geben kann. Günther, komm her! Du bist frei, Günther! Klatsch.
da irgendwie die Möglichkeit? Wie soll ich da hinkommen? Mir fehlt Ausrüstung, glaube ich. Verbündeter in der Nähe mit einer Mission. Okay. Und da runter muss ich. Noch Günther. Wenn du willst, das nächste Huhn kann ich nach dir benennen. Hey, Günther ist jetzt frei, ja? Wofür ist jetzt die Höhle? Hier wahrscheinlich nur, um Erz abzubauen. Optionales Herausforderungsgrab in der Nähe? Wo? Hier. In der Krypta-Eingang. Frei von Max seiner Schreckenserfahrung. Ja, auch. Mitunter. Warte, wo ist der Ausgang? Nixter! Danke für den Raid! Wie geht's dir? Was habt ihr gespielt? So, einen Moment. So. Und wir machen dann hier mal weiter. Auf jeden Fall, danke nochmal für den Raid. So. Soweit ganz gut. Leute, mit Tomb Raider. Wir sind gerade dabei, hier die ganzen Sachen hier einzusammeln und die Herausforderungsgräber zu machen und so weiter, diese ganzen kleinen Quests. Obwohl hier, das wird ein bisschen schwieriger, die Dinger. Da oben fehlt ja auch noch ein Dokument. Und beim Kryptograb waren wir auch noch nicht. Stimmt. So. Ach, kein Thema mit dem Shoutout. Ich muss mich bedanken, dass du geradet hast. Eigentlich. Haben wir hier wieder was Neues gehabt? Ne, stimmt, dabei hatten wir nichts Neues. Obwohl, wir hatten neue Outfits freigeschaltet. Die können wir uns mal ansehen. Ne, nicht hier, hier. Jägerin-Outfit haben wir freigeschaltet. Jägerin. Das ist das Neue. Reduziert die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Tiere, die keine Raubtiere sind, erschrecken sich weniger leicht. Hier. Jeglicher Schaden durch Raubtiere wird gesenkt. Ah, ich bin lieber der Schattenläufer hier. Gefällt mir irgendwie am meisten, gerade für das Setting und so. Du bist frei, Günther! Verbündeter in der Nähe. Optionale Mission verfügbar. Wo? Alles klar, Waifu, dann dir noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dabei warst. Ach, da muss ich hin. Hier.
Tempo. Okay, das funktioniert. Habe ich jetzt echt nicht erwartet, dass das hier klappt. Eine Eisenmünze mit Einschnitt, die als simples Werkzeug diente. Wurden Nägel damit entfernt? So, was haben wir hier noch? Wo ist denn eigentlich diese optionale Mission jetzt gewesen, die ich gesucht habe? Okay, davon haben wir genug. Ich glaube, das können wir so nicht anzünden. Ah, ich sehe da was. Die Anhänger des Propheten flohen, doch sie wurden angegriffen. In Syrien. Griechisch Stufe 5 schon fast fertig. Okay, nice. Wie viele Stufen gibt es denn von der Sprache? Oder allgemein von den Sprachen? Und wo geht's dahin weiter? Schwere Pistole, ein von vier Teilen. Es ist nur die griechische Sprache, also Griechenland hat das hier eigentlich im Grunde nichts zu tun. Also gibt es hier leider kein Gyros. Aber Hühnchen. Komm ich da durch? Nope. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Was ist mit dem Krypta-Eingang? Wieder vorne. Ja, die Metro-Reihe kenne ich. Und nein, das hast du noch nicht gefragt, was Metro angeht. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, ob du das schon mal gefragt hattest. Und hier haben wir den Krypta-Eingang. So, Metro will ich auch auf jeden Fall spielen, aber da lasse ich mir auch noch Zeit. Ich will jetzt nicht zu viele Projekte anfangen, muss ich ehrlich sagen. Ich will jetzt erstmal die, die ich habe, abschließen. Und dann in aller Ruhe überlegen, was ich dann danach alles mache. Genau, ich habe momentan zu viel offen, genug offen, weil neben Tomb Raider, was ich als Live-Let's Player mache, läuft ja momentan noch Götterdämmerung hier von Gothic 3, quasi das unoffizielle DLC. Dann noch Kingdom Come Deliverance, hat glaube ich vorgestern angefangen. Enderal läuft dann noch als Let's Play. Elder Scrolls 4 Oblivion. Und was läuft denn noch aktuell? Eins habe ich jetzt vergessen. Was? Entschuldigung, Standalone Add-on hier von ist Götterdämmerung. Entschuldigung. Steinigt mich nicht, bitte. Aurora, die Ärztin.
Bitte nicht steinigen, ja? Ach so, das führt... Für Steining tut ihr die Hand geradezu weh. Einerseits dann gute Besserung und andererseits zum Glück, da kannst du mich nicht steinigen. Stimmt, Ostrom, du hast recht. Ein Diktator lässt steinigen, der wird nicht gesteinigt. Oder da? Ich glaube, da lang muss ich. Guck mal zuerst, was es hier gibt. Aha. Katalysiert. Interessanten Ort entdeckt. Antiken Bogen. Ein von vier Teilen gefunden. Und nochmal 3000 Credits finden. Ich muss mir wirklich mal nachher den Shop hier ansehen. Was ich mit den Credits hier jetzt kaufen kann. Oder einlösen oder was auch immer. Jetzt hier schon Ende? Da ist noch ein Dokument. Okay. Ah, hier. Ich habe tatsächlich übersehen. Der Weg nach Gitesh war lang und hart. Schwäche, Krankheiten und Verletzungen waren alltäglich. Aurora war eine Gläubige, die die Lehren des Hippokrates und der großen römischen Heiler kannte. Dank ihr haben so viele die Reise nach Gitesh überlebt. Es ist ihr Vermächtnis, dass das Wissen des Heilens unter den Gläubigen immer noch weitergegeben wird. So. Komme ich von hier daran? Nee, ich glaube nicht. So, dann will ich mal die andere Krypta auch nochmal ansehen. Wir haben ja noch eine im Norden gehabt, also weiter oben. Zum Leuchtturm, glaube ich, also kommen wir noch nicht. Das Dokument müssen wir auch noch finden. Verbündeter in der Nähe. Wo ist denn der Verbündete? Sie sind doch mit Jacob hergekommen. Ja. Ich muss Sie um etwas bitten. Um was? Bei was kann ich helfen? Jacob hat erzählt, dass Sie die geborene Entdeckerin sind. Es gibt noch mehr alte Stätten, Gräber im ganzen Tal. Vielleicht haben Sie die Schutzzeichen bemerkt. Sie sollen Kinder abschrecken. Das ist kein Aberglaube. Diese Orte sind gefährlich. Aber sie bergen auch Relikte unseres früheren Ruhms. Nicht nur Plunder, auch Wissen. Und dieses Wissen brauchen wir jetzt mehr denn je. Früher wäre ich selbst gegangen. Aber jetzt
könnte ich ihre Hilfe brauchen. Byzantinische Münze, jedes Grab, Sacra Umbra Outfit, alle Gräber. Okay. Die Späher sagen mir, sie waren schon in einem der alten Gräber. Teilen Sie das, was Sie erfahren haben, mit uns? Natürlich. Sie gehören ja Ihrem Volk. Wir haben nicht viel, nur diese alten Münzen. Wenn Sie Gold brauchen können, gebe ich Ihnen welches für jedes entdeckte Geheimnis. Wenn Sie ein Grab und das darin verborgene Wissen entdeckt haben, kommen Sie zu mir. Okay. Die Mühe wird belohnt, versprochen. Okay, warte mal, was fehlt denn dann noch? Also hier eins, zwei, drei. Drei fehlen noch. Obwohl wir haben... Wo steht das in Gräbern? Hier an der Seite. Ein von vier Gräber abgeschlossen. Alles klar, Nick. Dann viel Spaß im Lurk. Hallo. Hallo. Sie sind zu Fuß hier? Beeindruckend. Ja, danke schön. Hallo. Jacob vertraut Ihnen. Das genügt. Ich hoffe, Sie können mit dem Bogen umgehen. So, okay. Erst einmal da hoch. Ah ja, das Dokument kommen wir ja nicht, weil das auf dem Dings da oben ist. Ah ne. Wir brauchen da dieses Ding zum Sprengen. Nee, doch nicht. So weit oben ist es nicht, okay. Sogar noch relativ weit. Okay. Ich dachte, das wäre noch höher oder sowas. Hier. Ich hatte noch nie solche Angst. Die Mongolen haben ihr Lager am Rand des Tals aufgeschlagen und bereiten den Angriff auf Kitesh vor. Die Alchemisten stehen bereit, um die Invasoren mit Feuer abzuwehren. Ein jeder, der imstande ist, eine Waffe zu führen, wird kämpfen. Wir werden alles tun, um die Atanatoi zu unterstützen. Aber ich habe noch nie Blutvergießen gesehen. Keiner der Bürger bisher. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde, fürchte ich um meine Entschlossenheit. Okay. Dann hängen gelassen, die Kaninchen losschneiden. Ich habe keine Ahnung, wo die restlichen Kaninchen sind. Aber hier in die Höhle will ich. Und 5 von 8 Ziele mit Pfeilen geklopft. Ich glaube, in der Höhle unten waren wir noch nicht. Wir waren da beim Bären, aber in der Höhle noch nicht. Okay. Dafür muss ich schwimmen. Ah, okay, ich brauche ein Atemgerät. Wird das wenigstens funzen? Ich hoffe, dass zumindest das funktionieren wird.
Überlebe ich das? Okay, nein. Also überlebt ja, aber ich komme da nicht hin. Zumindest nicht auf dieser Art. Was hatten wir schon? Und da ist noch eine Forschertasche? Okay, warte mal, da ist irgendwie so eine Art Weg, den ich nicht gesehen habe, weil ich zu übereifrig war. Noch auf die Art darüber. Karte aktualisiert. Ah, jetzt sehe ich die ganzen Geheimnisse, die jetzt nur hier oben sind. Jetzt? Ah, okay. Ah, so kommen wir doch hier. Okay. Hat geklappt. Rivka schloss sich dem Propheten an, weil ihr Ehemann, ein adeliger Russ, gläubig war. Als er auf der Reise nach Norden starb, blieb sie beim Propheten und suchte ihren Platz in der Gruppe. Als sie das Tal sah, wusste sie, dass sie ihre Aufgabe gefunden hatte. Sie träumte, wie Kitesh aussehen könnte. Sie arbeitete die Träume aus, um sie zu bauen. Dank Rivka ist Kitesh nicht nur schön, sondern lebenswert. Da haben wir noch mal Erz. Erz haben wir mehr als genug. Okay, hier können wir nur Erz abholen. Wie sieht es da hinten aus? Aktualisiert. Also, antiker Bogen, Teil 2 von 4.
Das gibt's nicht. Haben wir dadurch alles? Kryptoschatz, okay. Rivka, die Architektin. Griechisch Stufe 6. Kann ich das Griechische Stufe 6 übersetzen? Perfekt. So, und hier hoch. Fehlen uns noch die Dinger hier. Wie weit ist der? Okay, der ist oben. Wie weit ich in dem Game bin, mal gucken, wo steht denn das? Hier vielleicht? 40% habe ich abgeschlossen. Aber 40% glaube ich von allem bis jetzt, also mit Sammelaufgaben und so. Vor allem auch, okay, ich war jetzt, anderthalb Wochen krank, hatte gar nicht gestreamt und so. Aber, das letzte Mal, wo ich das hier gespielt habe, da hattet ihr mich hier ein bisschen überfallen zu GeoGuessr. Und, da war da quasi das erste Mal dann diesen Teil. Der hier ist aber auch bisschen länger als hier der erste Teil. Genau, das war ja der letzte Stream mit dem hier. So. Okay, da kommen wir nicht weiter. Meint ihr, den Sprung überlebe ich? Du wolltest gerade in Götterdämmerung reinschauen, Freddy. Willst du dir das wirklich antun? Was fehlt denn da, Freddy? Da fehlt was Wichtiges. Ich bin gemutet? Wie jetzt? Warte mal. Muss ich rausnehmen, nochmal neu aufnehmen. Boah, das war die Folge noch von Götterdämmerung. Nein, ist zum Glück nicht viel vorproduziert. Aber danke für die Info. Vor allem das Schlimme ist, ich weiß jetzt aber auch nicht, warum ich da danach gemutet war. Bei Götterdämmerung. Vor allem Folge, die war auch noch schnell so kurz vor knapp produziert worden. Sagen wir so.
Also da steckte jetzt nicht so viel Kontrolle hinter wie bei den anderen Videos, sage ich jetzt mal. So. Aber okay. Sind wir sicher, dass das Kiefernharz brennt? Hätte ich die letzten sehen sollen. Aber gar nicht mehr ausgekriegt. Selbst wenn nicht. Der Stank allein müsste reichen, um sie zu vertreiben. Hallo. Ich grüße Sie. Na, aber echt, ich kann mir jetzt nicht erklären, warum da dann Mute war. Sagen wir so. Hier haben wir wieder ein Upgrade verfügbar. Was haben wir jetzt hier? Den hier können wir machen. Perfekt. Dann fehlt nur noch Rucksack und Schrotpatronengurt. Dann hätten wir hier alles. Ja, aber okay, sowas kann passieren, ne? So, jetzt erstmal überlegen, wie komme ich eigentlich dahin? Und das ist mir vorhin nicht aufgefallen. Freddy, Viewer-Attack ist noch nicht fertig gemacht worden. Mist. Viewer-Attack ist noch nicht fertig, weil, genau, so ein Add-on, wo man mich mit Tomaten und sowas bewerfen kann. Ist das. Oder mit Schlüppis oder mit Steinen bewerfen oder sowas. Ich habe das noch nicht fertig eingerichtet. Das wollte ich eigentlich auch nur aktiv haben bei den Nein! Mist! Was war das denn jetzt? Okay, noch einmal. Ja, aber das mit Viewer-Tag wollte ich auch aktiv haben, nur bei denen, die kein Live-Let's Play sind. Nee, ich glaube, bei Viewer-Tag kann man auch einige Sachen machen, die kostenlos sind, also ohne Bits. Wieso sterbe ich hier jetzt die ganze Zeit? Jetzt hat er die gefunzt. Natürlich bricht hier alles zusammen.
Ausrüstung hat Müllflasche. Herstellung von Feuerpfeilen. Müllflasche ermöglicht die Herstellung von Feuerpfeilen. Feuerpfeile können Stoff, Sprengladung und Feinde ohne Rüstung entzünden. Wählen Sie Feuerpfeile aus, indem Sie mehrmals nach oben drücken, bis das Feuersymbol erscheint. Für Herstellung von Feuerpfeilen benötigen Sie Stoff, Öl und normale Pfeile. Ich hätte jetzt eher gerne Taucherausrüstung oder so. Feuerpfeile oder wie? Ach, hi, Old Cole. Danke, Lara. Unsere Leute sind gewarnt. Es gibt ihnen Zeit für die Evakuierung. Wir treffen uns oben im Dorf. Ich sammle unsere Truppen hier. Okay. Oldcoin, ich habe das auch gerade erst erfahren, mitbekommen, weil ich da einen Fehler gemacht habe. In die heutige Folge Götterdämmerung brauchst du nicht reinzuschauen auf YouTube. Mir ist das gar nicht aufgefallen, dass ich da gemutet bin in dem Video. Den werde ich nochmal runternehmen und nochmal neu aufnehmen müssen oder vielleicht nachkommentieren oder sowas. Also im Nachhinein noch Kommentare von mir reinpacken und dann nochmal neu hochladen. Wie ich mich als Gewinner der Herzen fühle von dem Quiz gestern, so von Unmut. Ich habe mich auf jeden Fall sehr geehrt gefühlt. Vor allem, ich habe nicht gedacht, dass ich das verdient hätte oder so. Ja, wo muss ich überhaupt hin? Okay, wieder nach oben. Falsche Richtung. Ach, hier ist jetzt offen. Ich grüße Sie. Und Grüße zurück. Jacob, Helikopter sind unterwegs zu Ihnen. Kommen Sie so schnell wie möglich her. Die Barrikaden! Schnell! Schnell! Achtung! In Deckung bleiben! Bleibt zusammen! Wo muss ich überhaupt hin? Okay, in dem Bereich gibt es eh nichts zu looten. Erst ab hier die Dokumente einsammeln und die Truhe. Okay, aber Oldcoin, ich bin froh, dass du dir Götterdämmerung nicht antust. Ich finde schlimm genug, dass ich mir das antun muss. Wenn ihr das Feuer nicht einstellt, seid ihr alle tot. Göttliche Quelle. Box aus! Stopp! Hören Sie sofort auf damit! Wo ist sie? Halt! Halt! Diese Karte. Der Atlas. Sie zeigt Ihnen den Weg. Okay. Erzähl mir von diesem Atlas. Nice, jetzt haben wir die Pumpgun. Steht am Dorf, Achtung, da verfolgt! Sie mich hören! Brauchen Hilfe!
So, erstmal looten. Ich brauche Loot und Muni. Bitte nein, halt! Warum das nicht kommuniziert wurde? Ich sag mal so, ich wurde von Imo sehr spontan eingeladen. Für diesen Quiz. Willkommen zurück. Kann ich gleich einen Flammenwerfer haben? Ich bin gleich wieder beim Chat, ja? Ich muss den da irgendwie loswerden. Das hält mich nicht. Die Einheimischen haben uns überrannt. Croft ist bei ihnen. Schwere Verluste. Männer sind tot oder verstreut. Ja! Wir hätten sie töten sollen. Du hast keine Ergebnisse vorzuweisen. Vielleicht schafft sie, woran du bisher scheiterst. Ich werde nicht scheitern! Trinity greift ein, wenn du es tust. Weißt du, was das heißt? Ich bin entbehrlich. Mein Überleben interessiert sie nicht. Ich brauche die Macht der Quelle. Und du wirst sie kriegen. Verlieh den Glauben nicht. Es ist Gottes Wille. Unser Erfolg ist unvermeidlich. Bitte, finde sie einfach. Mir läuft die Zeit davon. Wir sind so weit. Ich habe viel erduldet. Die letzten Hindernisse, vor die du mich gestellt hast. Die Sünden, die ich begehen musste. Sie müssen einen Sinn haben. Nur du kannst mir den Weg zeigen. Gib mir Kraft, weiterzumachen für sie, für dich, für Trinity. Bitte. Zeig mir den Weg. Dann fließt also Blut. Hat er die Löcher in der Hand schon vorher? Bei mir.
tut mir leid. Das haben ihre Leute nicht verdient. Wir haben es so gewählt. Unseren Weg. Es war noch nie einfach. Ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Trinity wird nicht aufhören, oder? Das bezweifle ich. Die haben viele Ressourcen. Und der Atlas? Er ist eine antike Karte der alten Stadt. Aber die werden ihn nicht im Turm finden. Viele meiner Leute leben in diesen Ruinen. Sie sind nicht auf das vorbereitet, was kommt. Ich kann helfen, Jacob. Tun Sie das für uns? Oder für das, was Sie suchen? Im Moment ist das ein und dasselbe. Sobald ich die Verletzten versorgt habe, bringe ich Verstärkung mit. Ja? Was ist? Wir sind übel dran, Jacob. Der Angriff hat alles verwüstet und wir können niemanden zur Akropolis schicken. Ich weiß. Ich kümmere mich um die Verletzten. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Danach trommeln wir alle zusammen, die noch kämpfen können. Sophia hält sie auf, bis wir eintreffen. Ich bete, dass du recht hast. Ich schicke einen Läufer, wenn wir soweit sind. Ja, genau. Sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit still war, aber ich wollte in die Dialoge nicht reinquatschen. Und der Umut hatte mich einfach so spontan gestern noch angeschrieben gehabt, ob ich Bock hätte, da mitzumachen. Und da habe ich dann gegen, mit Hori, APG Kruger, Jules Entertainment und so gespielt, also gegen angetreten. Bin deutlich länger dabei gewesen, also durchgehalten, als ich selber gedacht hätte. Ich hatte gedacht gehabt, so gegen solche Veteranen, ich wäre nach 3 Runden raus und dann einfach bis zum Ende durchgehalten, also fast bis zum Ende. So, aber ich würde jetzt noch mal einen kleinen Break machen.